Hallo Freunde des Farming Simulator LS15. Ich bin mal wieder zurück. Und zwar um die Map Baldai Kino in der neuen Version 1.5. Ich dachte, ich hätte sie hier schon. Nein, also ein neuer Spielstand. Eben mal ganz kurz drauf gewesen, um zu sehen, ob sie überhaupt lädt, funktioniert. Also die alte Map habe ich rausgelöscht aus meinem Mod-Ordner und die neue hier hinzugefügt. Entpackt, also in einem Ordner und nicht als ZIP-Datei. Ich finde die Ladezeit dadurch wesentlich kürzer. So, also wollen wir mal schauen. Switchen wir mal durch. Neue Startfahrzeuge habe ich gelesen. Und das hätten wir auch hier. Also, was haben wir da? Frontlader, Silagegabel, ein Kärcher gibt es, okay. Aha, Deutz. So, das steht hier rum. Wo geht's weiter? Switch ich doch mal durch. Aha. Drei Drescher, so wie ich das hier sehe. Noch eine und hier vorne liegen also die Schneidwerke dazu. Gut. Gehen wir nochmal durch die Drescher durch. Ein Fahrzeug. Das befindet sich da bei den Schafen. Mhm. Also das wird wohl mein eigenes Haus sein, so wie das ausschaut. Hier gibt es jetzt keine Schafe. Der Hahn läuft hier auch ganz alleine rum. Dip, dip, dip. Armer Kerl, kriegst schon deine Hühner, warte nur. Ja, also das wird wohl mein Privatgrundstück sein, gehe ich von aus. Den hatten wir eben gesehen, hier ist noch was. Aha. Zum Düngen, ein Pflug dahinter, ein Gewicht. Okay. Nochmal der gleiche mit einem Mähwerk und einem Ladewagen. Aha, zum Heuwenden, okay. Wir befinden uns jetzt da oben auf der Kuhfarm. Schön, wo geht's weiter? Aha, okay. Hier unser Futtermischwagen und ein Miststreuer. Und wir befinden uns mit dem auch noch bei den Kühen hier oben. Ist das hier kein Mistsilo? Nee, das ist ein richtiges Silo. Hier liegt also Stroh rum. Okay. Ich dachte, das wäre so ein Mistbecken. Gut. Dann ein Radlader. Das ist in der BGA. Mhm. Okay. Und dann wieder zurück auf unseren Hof. So, so. Also, das hat sich hier geändert. Er hat also Startfahrzeuge hinzugefügt. Ich habe andere Kommentare gesehen. Da hat das wohl schon funktioniert. Bei anderen Usern, wenn die ihre Map gestartet haben, hatten sie wohl schon Fahrzeuge. Bei mir war das also nicht der Fall. Das kann natürlich mit einer Mod zusammenhängen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich sehe, der Mapper macht also weiter. Denn bisher wusste ich nicht, wie diese Map überhaupt ins Netz kam und wer und wie und was. Da war also wenig Beschreibung dabei. Nur eine litauische Beschreibung und damit konnte man wenig anfangen. Und der Google-Übersetzer hat das halt auch so übersetzt, wie er das wollte. Aber man findet ja einiges raus. Man hat auch nette User, die in den Kommentaren hinterlassen, wo was zu finden ist. Also das solltet ihr euch auf alle Fälle dann mal durchlesen, auch bei den anderen Videos. Und ja, da bin ich sehr erfreut drüber, dass man also so viel Resonanz hat und dass einem die User auch wirklich helfen. Denn wie ich schon erwähnt hatte, LS15 ist für mich Neuland. Ich hatte den vorher nie besessen und so die
Ja, Standardaktionen, die sind ja recht trivial ausgelegt. Das heißt, sehr einfach zu bedienen. Das finde ich, also selbst ich finde das raus. Nur die anderen Sachen halt, wie man wo was verkauft und hin und her, das habe ich mir also alles selbst aneignen müssen, beziehungsweise mich belesen in den Kommentaren, in den Foren. Bei Modhoster, da wird immer ziemlich viel gepostet über solche Sachen. Ja. Also das nur zu meiner Geschichte, dass ich also wenig Ahnung davon hatte bisher. Gut, dann fahre ich mal den ersten Drescher raus aufs Feld. Nummeriert sind sie wahrscheinlich auch noch nicht. Nein. Denn es sollte hier auch, ich habe das, ja, mal ganz langsam, ich habe diese Map im Giants Editor nochmal geöffnet und auch mir die Dateien der Map mal angeschaut und dort schon festgestellt, es müsste hier Icons geben vor den einzelnen Ladepunkten und Verkaufsstellen. Denn wie zum Beispiel jetzt hier schräg gegenüber von dem Drescher ist ein Shop. Da sollte eigentlich so ein Icon vorne blinken, das ihr kennt. Mit Fragezeichen oder Einkaufswagen oder sonstiges, denn hier kann man sein Brot verkaufen. Das ist also in den Map-Dateien ersichtlich und auch im Editor, dass hier also ein Trigger ist, ein Punkt hier hinter dem Hof, hatte ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Meine Vermutung war, hier die Wolle zu verkaufen, das ist aber völlig falsch. Also hier wird das Brot verkauft. Wie man an das Brot gelangt, das kann ich euch im Moment noch nicht sagen. Ich weiß aber, dass zum Beispiel, war das jetzt hier? Ich glaube, dass genau hier bei dem Punkt kann man sich immer ganz gut orientieren in der Mitte. Ich werde mal versuchen, dahin zu switchen. Das war hier. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da hingekommen, genau. Ja, und hier war das nicht. Also hier hat man seine eigenen Kornkammern. Das habe ich auch schon rausgefunden. Also ich hatte hier heute mal was entladen. Hier kann man also Weizen und Gerste entladen. In diesen Kammern. Das ist sein eigen. Und hier unter diesen Silos kann man sich wieder sein Getreide beladen lassen. Also da ist auch ein Trigger, das funktioniert alles. Aber ich bin wieder nicht da angelangt, wo ich hin wollte. Ich muss mir wirklich mal die Karte hier irgendwie ausdrucken und mir aufschreiben, wo was ist. Also ich suche zumindest jetzt die Stelle, wo man sein Holz verkauft. Ach, das war hier unten. Doch, 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 jetzt weiß ich es wieder. Also hier ist der Wald. Hier unten ein kleines Gebiet, dort kann man fällen. Und hier bei Zuckerrüben und Kartoffeln, dort kann man seine Baumstämme dann verkaufen. Das war jetzt hier unten, da. Wollen wir uns mal anschauen. Bin ich schon wieder falsch? Das gibt es doch gar nicht. Ich war doch da. Das war doch bei dem Wald. Vor mir ist das. Vor mir. Genau, da hinten ist der Kran zu sehen für das Holzlager. Jetzt muss ich mir das wirklich nochmal auf der Map anschauen. Schade, dass das nicht beschriftet ist. Aber so langsam verstehe ich das. Gut, dann versuche ich mich mal dorthin zu beamen. Ein Stückchen weiter. Da oben, ne? Genau, hier sind wir also richtig. Hier kann man sein Holz verkaufen. Oh, jetzt habe ich aber richtig gut geparkt hier. So. Hier ist eine Markierung, um sein Holz zu verkaufen. Und hier habe ich gelesen, in dem Editor bekommt man Mehl. Also das hier soll Mehl sein. Und das bekommt man hier auch aufgeladen. Allerdings nicht mit dem Sand und Kalkhänger, den ich da als Option hinzugefügt hatte, als Mod. Der passt hier nicht drunter. Also es muss wahrscheinlich ein Brandnerhänger sein. Den kleinsten, den wir da haben. Gut, wie gesagt, hier bekommt man Mehl, hier kann man sein Holz verkaufen, hier unten rechts. Und hier gegenüber gibt es auch noch zwei Trigger, die habe ich noch nicht verstanden.
Also hier kann man etwas verkaufen. Eventuell seine Wolle. Das, da bin ich mir wirklich noch nicht sicher. Und hier drinne hat es irgendeine Funktion. Das war also auf den Screenshots zu sehen und auch im Editor, dass hier irgendwas sein sollte. Gut, also das war die Aktion zu dem Mail. Nummeriert sind sie noch nicht, diese Felder. Wer also mit Cursplay arbeiten möchte, geht am besten hin und nummeriert sich die Felder selbst. Ich habe mir da so beholfen, indem ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wieder von vorne anfangen, 7, 8, 9, das ist glaube ich keins, 10, 11, so durchnummeriert, also von links nach rechts. Und wenn ihr dann, hat jetzt nichts mit diesem Video zu tun, aber nur als Hinweis, wenn ihr dann, muss ich auch noch dazu sagen, es gibt eine neue Curseplay-Version, die werde ich dann auch noch vorstellen in einem Video, denn die Jungs haben sich richtig Arbeit gemacht und haben hier einiges fertiggestellt, das vorher nicht ginge in meinen Videos, wie zum Beispiel hier dieses Drescher selbstständig abtanken, das macht er jetzt, und Überladewagenfunktion funktioniert jetzt auch. Also da habe ich mich richtig gefreut, als ich das heute las. Wurde mir auch durch einen User im Kommentar mitgeteilt, dass es also eine neue Curseplay-Version gibt. Die habe ich mir natürlich gleich gezogen und ausprobiert. Also ich bin schon begeistert, funktioniert alles. Und jetzt aber nochmal zurück, da die Felder nicht durchnummeriert sind von Curseplay, könnt ihr das also selbstständig tun, wie ich eben schon gezeigt hatte. Und wenn ihr das dann getan habt, ich gehe mal hier auf so ein Feld drauf, so, mach Feldrandkurs berechnen, das macht Curseplay alles, also er erkennt die Felder, und jetzt könnt ihr hier selbstständig euer Feld eintragen und nummerieren. Das wäre jetzt in meinem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Feld Nummer 8. So würde ich mir das jetzt benennen und kann es hier überschreiben. Das heißt nämlich, da gehen wir mal raus, machen es mal weg. Wenn ich hier auf Feldarbeit gehe, dürfte hier mein Feld schon drinstehen, da Feld Nummer 8. Hier kann ich es mir auch anzeigen. Also das funktioniert wunderbar. Aber ich wollte ja auf mein Feld zum Mähen, und dann nehme ich gleich hier dieses, also 8, 7, Nummer 6 wäre das dann. Da versuche ich jetzt mal hinzufliegen. Dahin. Gut. Das wieder zu. Und fange da oben an. Ich hatte auch gestern in einem Video erwähnt, ich hatte mir noch eine Mod hinzugefügt, eine Neuerung, dass die Fahrzeuge hier länger ausrollen. Also die Motorbremse, die greift da langsamer zu. Und das macht bei den Mähdreschern hier sehr, sehr viel aus. Also die sind so wendig geworden auf einmal. Und ist eine ganz tolle Sache. Also die rutschen nicht, sonst was. Die rollen schön aus. Bei Traktoren ist es schön zu sehen, wenn die beladen sind und es geht ein bisschen bergab, dann rollen die wirklich den Hügel darunter. So, jetzt drücke ich mal. Wo bin ich hier? Ein Helfer. Ich möchte gern. Ach so, aufklappen, ist klar. Dann fahren wir auch die Spur richtig an hier. Okay, und einen Helfer und lass ihn mal arbeiten. Strohablage ist an. Gut, er arbeitet. Jetzt muss ich mal schauen. Ach so, Hänger standen, glaube ich, hier. Da stehen die Hänger. Kann ich das mal absetzen? Hole mir mal die Hänger. Die hat er auch schon angekuppelt. Das ist natürlich auch sehr fein. Denn da tue ich mir immer wirklich schwer, so in einem Tandem diese Hänger da anzukoppeln. Wenn da einer eine Idee hat, wie es einfacher geht, könnt ihr es ja auch mal im Kommentar hinterlassen. Also ich bin kein Trucker, ich bin kein LKW, ich habe noch nicht mal einen Autoführerschein. Ich fahre nur Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel, sofern ich sie brauche. Und
kenne mich aber doch schon etwas mit Maschinen aus, also so ist es nicht. Nur hier so eine Ankuppelaktion, also wie man die bewerkstelligt mit so einer, ich weiß auch nicht mal, wie diese Achse heißt hier. Ja, keine Ahnung, müsste ich auch mal nachschauen. Aber es ist wirklich nicht einfach, hier den Hänger da rückwärts dran zu bringen, dass der den zweiten einhängt. So, der Drescher macht da oben rum. Dann parke ich den mal hier auf dem Feld. Könnte ich mal die Planen aufmachen. So. Wo ist er überhaupt? Irgendwo müsste er ja hier sein. Da unten am Rand. Ist der schon voll oder? Nein. Mal schauen. 30% mit einer Bahn, 30%. Okay. Also müsste er dann hier unten abladen, so wie das aussieht. Bringe ich den schon mal in Position. Lasse den dreschen. Das hier sind, glaube ich, auch Abladestellen. Also ich habe zumindest auf einem Screenshot gesehen, dass es solche Hügel hier mehrere gibt. Ich glaube, hier hinter meinem Hof bei den Schafen war das auch. Und ich glaube, da kann man auch was abladen. Aber das wird sich alles noch rausfinden. So, jetzt wollte ich das mal hier schließen. Das brauche ich hier nicht. Den hier unten parken. Gut, dann steige ich hier mal aus und switche mal kurz hoch. Da oben rechts wollte ich hin. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Geht das jetzt nur noch mit dem Fahrzeug? Dann mache ich das doch. Wo ist mein... Da ist er. Ach, der arme Gockel, der tut mir so richtig leid. Hier wollte ich hin. Ups. Eben gegen das Mikro gehauen. Hier diese Dinger. Was das auch immer ist, keine Ahnung. Aber hier kann man zum Beispiel sein Getreide entladen. Ich nehme mal an, das sind Futterstellen für die Fische. Die Dinger hier werden dann da vorne, wie man sieht, auf dem Teich hier ausgesetzt und füttern automatisch die Fische. Also ihr könnt hier gerne euer Getreide entladen, bekommt auch Geld dafür. Und hier ist genauso ein Trigger, habe ich im Editor gesehen. Dieses Teil hier, da passt auch nur ein kleiner Hänger drunter, ein Traktor schon mal gar nicht. Den muss man also rückwärts drunter fahren. Und dann sollten da Fische rauskommen. Aber irgendwie ist da nichts drin und ja, keine Ahnung. Also das weiß ich auch noch nicht. Das wollte ich euch nur mal kurz zeigen hier. Also das ist eine Abladestelle für Getreide, beziehungsweise für Fischfutter. So, und da drüben Kuhstall. Ja, das war der Kuhstall. Nein, das sind die Schweine. Genau, Schweine- und Kälberstallungen hier unten. Hatte ich gestern in dem Video gezeigt und mich so über die Schweinchen und Kälbchen gefreut. Genau, hier ist also der Stall für die Kälber. Aber das wisst ihr ja alles mittlerweile. Deshalb gehe ich mal wieder zurück auf mein Feld hier. Es wird auch schon langsam... Ach du meine Güte, wieso fährt das mit 120 da oben? Das sehe ich auch gerade. Das stelle ich mal zurück. Pflanzen sterben aus. Mache ich auch aus. Das etwas schneller. Und Missionen habe ich hier keine gesehen. Brauche ich jetzt auch nicht. Okay. Das ist ja auch interessant. Sieht aus wie eine Großstadt, wenn man das von Curseplay anlässt, da hinten.
Wo bin ich jetzt gelandet? Ich wollte doch eigentlich zu meinem. Wieso bin ich denn da? Ich wollte doch hier hin. Ja, das ist auch ein bisschen verbuggt hier mit diesem hin und her geswitcht Ding. So, hier wollte ich hin. Und er wartet zum Abladen, ja, wie ich vorausgesagt hatte, also 30% pro Bahn. Da fährt er noch. Ah, der fährt ja noch, aber müsste gleich voll sein. Da ist er schon voll. Mhm. Dann werde ich den jetzt nochmal abladen, beziehungsweise hier, ja, den Drescher abladen, abtanken und werde dann das hier noch einmal abladen. Und zwar in meinen eigenen Getreidespeicher. Und lasse es dann erstmal gut sein mit der Map. Also jetzt gibt es definitiv eine Möglichkeit, mit der Map zu arbeiten. Er hat schöne viele Fahrzeuge hinzugefügt. Und jetzt haue ich erstmal ab. Ja, das Einzige, was halt noch fehlt, ist wirklich die Übersetzung der einzelnen Punkte hier, wo man was machen kann und vor allen Dingen, wie man da vorgehen muss. Also als Beispiel Fischfang, Mehl, Brot, das habe ich noch gelesen. Sonnenblumenfeld gibt es hier auch, das habe ich auch schon gesehen. Wie man das allerdings erntet, mit welcher Maschine, weiß ich auch noch nicht. Vielleicht sind hier diese Mähdrescher modifiziert. Ich habe zumindest in den Map-Dateien gesehen, dass diese Fliegelanhänger modifiziert wurden. Nur was da gemacht wurde, das weiß ich nicht. Die sind auch alle recht groß, die würden auch gar nicht unter diesen Fischtrichter dort passen. Oder unter diesem Mehl, unter diese Mehlschnecke zum Aufladen. Also, das weiß ich auch nicht. Das gilt alles herauszufinden. Ja, die sind auch zu hoch, um Mehl aufzuladen, denn der Traktor passt ja nicht mal da drunter. Gut, das werde ich jetzt mal hier einlagern. Bisschen näher ran hier. Gerste wird hier nicht, aber hier wird Gerste angenommen, auf dem nächsten Platz, jawohl. Das war's auch schon, war ja nicht viel drinne. Aha, da ist Raps und Mais und ein Sonnenblumen. Das ist da hinten, genau, das hatte ich nämlich auch gesehen. Hier kann man also die Sonnenblumenkerne abladen, hier in diesem Silo hier. Da liegen sie auch. Mhm. Okay. Nun gut. Also erstmal ein Riesenfortschritt auf dieser wunderhübschen Map. Und großen Dank an alle User, die ihre Kommentare zur Verbesserung oder zur Hilfe hier unten posten. Das hilft mir sehr und auch anderen Usern. Und verabschiede mich jetzt erstmal mit diesem kleinen Eindruck hier von der zweiten Version 1.5 von der Map Baldaikino. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß damit, euer Graf. Ciao.